Ja, weiter geht's. Wir hängen gerade, also was heißt, wir hängen gerade, wir hängen immer noch in dieser Felswand, Eiswand. Ich bin eigentlich kurz davor, endlich oben anzukommen, aber Kate stellt sich wieder etwas stur. Nein, also irgendwie macht sie immer bloß hoch und runter, aber hier hochklettern tut sie auch noch nicht. Mann, Kate. Ich werde jetzt versuchen, mal irgendwie noch etwas nach rechts zu kommen. Sieht aber nicht so aus. Oh Mann. Hier rüber kann sie nur. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Oder etwa doch. Mann, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Die muss bestimmt nach rechts, aber die geht einfach nicht weiter nach rechts. Blöde Kuh. Oh Mann. Nichts, nichts. Dann versuchen wir es von weiter unten noch einmal. Ich muss sie irgendwie hier rüber kriegen. Aber das will sie ja nicht. Nein, die macht sie immer wieder bloß hoch. Was soll das denn jetzt? Hier macht sie wieder runter. Oh, ich fasse es nicht. Wo liegt jetzt bitte der Fehler? Ich habe echt keine Ahnung. Jetzt bekomme ich sie etwas rüber, aber ich glaube kaum, dass sie jetzt weiter nach oben geht, oder? Gut doch. Das sieht jetzt gut aus. Sehr schön. Jetzt haben wir es geschafft. Ach, Gott sei Dank. Man sieht, es ist doch gar nicht so einfach. Ich meine, ohne Tut mir leid, Ausrüstung Herr und Marston. alles. Sie ist mir erneut entwischt. Ganz knapp. Ich verstehe, Herr Marston. Aber so einfach ist das nicht. Sie scheint in geheimem Einverständnis mit einem Teil der Leute zu stehen. Kärtchen, Sie bringen mich in eine äußerst delikate Lage. Kates Familie beginnt sich Sorgen zu machen. Ich werde große Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie sie nicht endlich finden. Glauben Sie mir, Herr Marston, das ist wirklich kein Vergnügen. Ich bin gezwungen, ihr zu Pferde zu folgen. In Schnee und Kälte. Und nach diesem Dorf kommt nichts mehr, Herr Marston. Sie hat den Verstand verloren. Verdammter Mist! Okay, also wir haben gesehen, ohne Ausrüstung schafft Kate es hier hochzuklettern. Sie stellt sich nur dumm an, nach links oder rechts zu klettern. Naja. Gut. Wir sind hier oben angekommen. Und ich schätze, wir werden jetzt auf unser geliebtes, beziehungsweise mein geliebtes Flugzeug treffen. Was auch nicht so einfach war. So, wo gehen wir denn hin? Wir können hier hoch und hier runter. Ich latsche erstmal hier runter. Ich weiß nicht, ob sie hoch geht. Wenn nicht, müssen wir das einfach mal probieren. Dann nochmal. Was ist hier? Der Zug ist wirklich zu weit weg. Ach, dort hinten ist der Zug. Genau. Da hinten sieht man ihn. Hier geht's aber auch nicht weiter. Gut, versuchen wir mal, ob wir hier hochlaufen können. Und hier finden wir auch schon die ersten Wrackteile. Wo geht es hier hin? Nirgendwo. Gut. Alles ziemlich gruselig aus, finde ich. Ja, hier wartet dann ein schönes Rätsel auf uns. Gehe ich jetzt aber erst einmal noch nicht hinein. Irgendwie
irgendwie habe ich das Gefühl, ich übersehe irgendetwas. Ich glaube nämlich, wir können den Piloten noch irgendwo sehen. Ach, hier ist er, genau. Und? Okay, das sagt gar nichts. Jetzt. Hallo, aufwachen. Los, wachen Sie schon auf. Mein Gott, da schläft. Stürzt mit dem Flugzeug ab und schläft. Das gibt's da wohl gar nicht. Nicht zu machen mit diesen Kopfhörern, kann er mich nicht hören. Kopfhörer. Und sie haben eigentlich die russische Puppe bekommen. Können wir die vielleicht an den Kopf werfen? Dass da irgendwie aufwacht? Ich probiere das jetzt einfach. Nein, das geht nicht gut. Okay, es war ja ein Versuch wert. Hier bei Siberia ist alles ein Versuch wert. So, wir haben ja auch schon mein geliebtes Flugzeug. Obwohl, ich werde jetzt, bevor ich hier in dieses komische Flugzeug steige, erst noch einmal speichern, bevor ich hier irgendetwas falsch mache. So. Ach nein, was? Zurück? Bist du bescheuert? Speichern wir das. Genau. Okay. Und raus. Und dann zeige ich euch jetzt noch einmal das Flugzeug von innen. Boris, oh Gott, was muss ich, wie das ausgesprochen hat. Also ihr seht, wir sind in diesem Flugzeug und wir können ja einiges betätigen. Die Reihen, es ist hier auf jeden Fall eine bestimmte Reihenfolge erforderlich. Ihr seht, wir können hier so gut wie alles ein bisschen bewegen. Hier ist nichts, hier nichts. Ja, hier, hier. Hier können wir wieder was machen, hier und hier. Hier unten wäre ich auch noch. Nein, aber hier unten wieder. Ja, ist natürlich die Frage, wo fängt man hier an? Ich werde das auf jeden Fall offscreen spielen. Ich werde mir das dann markieren und werde euch später dann die richtige Reihenfolge zeigen. Ich weiß nur, dass man hier ziemlich lange sitzt. Ich werde das einfach mal ein bisschen rumdrücken. Spaßenshalber. Denn das sieht für mich aus wie Strom. So. Ja, genau. Jetzt haben wir hier schon mal irgendwie was angeschalten. Ich glaube, Kate will hier irgendwie über Funk etwas machen. Irgendwie, genau, Funk irgendwas machen. Schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Hier oben leicht Zahlen. Ah ja, und sie versucht schon über Funk hier irgendwas hinzukriegen. Ja, was können wir jetzt noch umstellen? Hier ändert sich nichts. Ja, das war schon mal richtig hier oben alles. Okay. Also ihr seht, ich werde das, also wie gesagt, offscreen spielen. Versuchen das hier irgendwie hinzukriegen. Hat hier dann irgendwas halt, wie ich sage, mit der richtigen Reihenfolge zu tun. Ich glaube, hier oben, das sind alles wie Achten. Hier müssen wir irgendwie eine bestimmte Zahl reinkriegen. Und dann können wir hier nämlich funken. Aber es geht bis jetzt noch gar nichts hier. Das bringt ja auch nichts. Hier geht es ja immer wieder aus. Wo? Hier bleibt es an.
Nein, geht auch nichts. Wo die Hebel hier unten können wir noch machen, oder? Nein, da geht das wieder aus. Okay, ihr seht, es ändert sich jetzt erst einmal nichts. Ich werde das, wie gesagt, also jetzt machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ich ja die Reihenfolge habe. Ich zeige euch dann auch nochmal die richtige Reihenfolge. Ich schreibe mir das auf, welchen Knopf ich dann als erstes betätigt habe. Und wir werden sehen. Also, bis später. Tschüss.